Und hallo Leute, da sind wir zurück zu Super Mario Galaxy. Wie gesagt, wir sind jetzt auf diesem Ebbe und Flut Sandplaneten. Und ja, wir wollen immer noch den versteckten, also den Geheimstern dieser Galaxie sammeln. Und wie ihr euch versprochen habt, sind wir jetzt wieder hier auf dem Stern, alles auf Anfang gesetzt. Ich habe schon mal alles eliminiert, was uns eventuell in die Quere kommen könnte. Und ich hoffe mal, dass es mit den Noten sammeln gleich besser klappt als beim letzten Mal. Wo wir einfach nur eine Note übersehen haben oder sowas. Und das dann schon die gesamte komplette Reihe kaputt gemacht hat. Da darf man echt nicht lang fackeln. So. Alles klar. So. So. So, so, so. Tada! Und das ist nämlich das geheime Sterntor. Bam! Damit kommen wir dahin. Ja. So, was machen wir hier? Jetzt müssen wir jemanden auf uns aufmerksam machen. Und zwar, komm raus! Den Heinz da! Meine ich, ich weiß noch nicht, wie genau das funktionieren soll. Ach je. Oh. Ah. Ach, da vorne. Ah, okay. Ja. Wie komme ich zum Schloss nur? Okay. Da müssen wir das Ding eventuell doch nochmal runterholen. Ja, sieht mir fast so aus. Okay, ganz unten. Also alles nochmal runter. Erstmal alles einsammeln, was hier rumfliegt. So. So. Boah. So. Ich weiß, sie bleibt nicht tot, aber... So, ich stelle mich einfach oben drauf. Fertig aus. Dann sehen wir, wie er klarkommt. Warum bin ich nicht auf einen aufmerksam, wenn man... Genau. Falsche Richtung. Verdammt! Du bist schuld. Und du. Und du auch. Auch irgendwie nicht von darauf. Nee, von hier aus. Dahin geht auch nicht. Okay, dann wohl doch nochmal nach unten setzen. Ja, es ist doch echt. Mann. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Aber was willst du machen? So. Dann werden wir auf der Höhe jetzt. Alles klar, wir müssen den Stern in dieser Richtung bekommen. Nein, nein, nein! Geh nach oben! Ich will mir Sicherheit bringen. So. Nein! Himmelarsch und Zwirn. Nochmal. Ich muss auch nur den Stadtdinker so weit oben. Mann. Und die Dinger nerven auch. Massiv. Geh mal weg. Sei denn, du verfolgst mich jetzt einfach nur in einer Höhe. Das wäre perfekt. Warum müsst ihr euch gegenseitig platt machen? Ihr Hornochsen! Mann! So.
Und nochmal. Das hilft mir nicht. So. Bleib auf der Höhe. Bleib auf der Höhe. Nein, 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 nein. Ah! Idioten! Ich kann mir auch nicht ständig im Kreis rennen. Das funktioniert auf Dauer ja auch nicht. Ja, also ein Part nichts anderes machen als hin und her rennen. Ja. Können wir von der To-Do-Liste streichen. Na komm, geh doch weg. Du bist ja doch relativ wendig. Also eigentlich kann ich die hier mit platt machen. Komm mal hier durch. Ah! Oh. Gut zu wissen. Aber egal, das interessiert uns gar nicht. Wir wollen den Stern. Hier bin ich. Ihr verkohlt mich doch. So, beim roten Schalter links merken. Merken und abspeichern. Nicht in Treibsanfall. Also noch einmal. Ja, Leute, tut mir leid. Manchmal ist es, kennt das doch von mir. Manchmal klappt es einfach überhaupt nicht. Ach, geh weg. So, ach, ich muss ja ganz woanders hin. Stimmt, ja. Mann! Krieg Plack, was soll denn das? Komm, haben wir von hier unten auch echt keine Möglichkeit, da wieder hochzukommen. Jetzt geht's auf meinem blauen Schalter. Beim blauen Schalter geht's mir gut, da bin ich sicher. Ja, jetzt müssen wir mal den abhängen. Hier nur lang genug irgendwo durch. So. Ja klar, da kriegst du das hin. Da geht alles flockig, wenn ich nichts zu tun habe. Dann, ich glaube es einfach nicht. Warum kriegst du das jetzt so perfekt hin? So. Jetzt Vollgemisch. Folge mich bis hier hin und dann bleibst du hier. Gott sei Dank starten wir wieder hier. So. Komm raus. Bleib auf der Höhe. Folge mir einfach. Ah, du bist doch ein Idiot, bist du doch. Was kannst du eigentlich? Nichts kannst du. Du bist eine Fehlproduktion der Amerikaner gewesen. Ende. Das nennt man Raketenmobbing. Rocketmobbing. Nein, Mobbing ist natürlich ein ernstes Thema. Nein, geh weg. Da macht man eigentlich keine Witze drüber. Das ist böse. Nein, er war so nah. So verdammt nah. Oh, Mann. Boah. Nervig, Also, wo hat das jetzt den ganzen Part in Anspruch genommen?
voraussichtlich. Ja klar, mich siehst du hier noch, ist klar. Logisch. Mal weg. Ich kann mal da ein paar Untote tot machen. Dankeschön. So, bis hierhin. Bitte nicht weiter. Schlangenlinien machen. Es ist ein verdammter Witz. Ich glaube, den Stern rahme ich mir einfach mal ein. Ein Standbild von. Hänge mir das in 9×13 Meter bei mir ins Zimmer. Und sag mir dann, ja, das hast du geschafft. Sonst nichts. Folge mich. Nein. Warum kommen die mal so zu? Ich hätte mit dem einmal da rumlaufen können. Das wäre kein Problem gewesen. Aber nö. Muss auch von hier aus irgendwie hochkommen können. Nee, keine Chance. Klappt nicht. Klappt einfach nicht. Will nicht. Ist nicht so konzipiert. Mal was soll ich mal was machen? Geht da nicht. Ah. So. Stay here. Nee, Quatsch, komm lieber mit darüber. Ja, oder geh einfach sterben, ist auch okay. Was soll's? Ob ich auch die Dinger am liebsten alle loswerden würde. Mann! Komm mal runter. Andere Sterne machen mehr Spaß. Ach, was muss? Das muss. Weil wenn man es komplett machen will, dann muss man es ja auch komplett machen. Und das hat man es ja nicht. Ich mach mal links rum. Wie ist denn damit? Ist das besser? Ach, knapp. Aber links scheint wirklich besser zu funktionieren. Und noch einmal runter. Bin ich auch schon schlecht von dem ganzen Auf und Ab und Auf und wieder Ab. Und der Rakete. Na komm. So. Los. Mann, du sollst doch nicht mich treffen, du Idiot. So, das schon mal. Also das Schwierige ist eigentlich gar nicht, einen Stern zu finden, sondern das Gebilde hier. Na komm, was haben wir? So. Ja. Oh, Gott sei Dank. Endlich zum Folgenende. So ein Witz. Muss ich ihn wieder runterholen. Ach. Oh, so eine Schnapsidee, ey. Mann. So. Hier, so, endlich. Hatte ich das. Mensch. Unglaublich. Einfach unglaublich ist das. Eine Unverschämtheit. So, das heißt, hier fehlen noch die Kometensterne. Und wir haben 100 Sterne gesammelt. Juhu. Fehlen noch 20. Speichern. Yo. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.